Hallo Freunde, heute zeige ich euch, wie ich mit einfachen Mitteln ein Wildbienenhotel erstellt habe. Ein Wildbienenhotel ist zum einen zum Artenschutz sehr wichtig und zum anderen erhöht man natürlich den Ertrag seiner Ernte, dadurch, dass mehr Blüten bestäubt werden. Ich habe hier einfach einen dickeren geteerten Balken genommen, welcher Restholz ist, den man nur sehr schlecht im Kamin verbrennen kann. Diesen habe ich dann in die Werkbank eingespannt und in verschiedene Stücke gesägt und so gleich mehrere Bienenhotels erstellt. Daraufhin habe ich die einzelnen Stücke noch vertikal in die Werkbank eingespannt und mit dem Bohrer einige Löcher hineingebohrt. Hinterher habe ich den Balken umgekehrt ausgeschüttelt, damit die Sägespäne herausfallen. Und das ganze Insektenhotel habe ich dann einfach auf den Balkon gelegt, so dass die Bohrlöcher bzw. die Flugschneise in Richtung der offenen Seite gezeigt haben. Und wenn man zum Beispiel verschiedene Bienenhotels nebeneinander legt, kann man sie noch mit verschiedenen Formen und Farben anmalen, so dass die Bienen eine noch leichtere Orientierung zu ihrem Flugloch haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst doch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal.